So, hallihallo, wir sind wieder da und wir machen hier weiter. Wir müssen noch hoch auf die Plattform, uns einen Flieger schnappen und von hier abhauen. So, wie lange das dauert, wird wahrscheinlich an meine Kampfkunst liegen. Wie ihr in den letzten Filmen ja schon miterlebt habt, ist die nicht so besonders rosig. Ja, so ist das halt nun mal, ne? Man kann es sich ja nicht immer aussuchen. Commander, Kontakt auf der Plattform. Feindliche Truppen sabotieren unsere Schiffe und verhindern die Flucht. Schaltet sie aus und sichert die Taijäger für unsere Flucht. Unter Feuerschuss abrücken. Ich freue mich drauf. So, jetzt knallern wir hier mal wieder ein paar ab, ne? Die hängen da hinten alle rum. Feuer. Drei, vier Schüsse im Rücken und der läuft noch gemütlich weiter. Den Teil da. Korb ist bereit machen. Ja, Commander. So, da kommt nochmal eine an hier ran. Einmal gescannt. Jetzt geht die Sache mit den Jägern los hier. Mal gucken, ob wir die jetzt direkt fliegen dürfen. Oder müssen. Das
So, es sieht so aus, als wie wenn wir hier jetzt fliegen würden. Diese Zerstörung ist das wahre Gesicht der Rebellion. Deswegen kämpfen wir schon. Das machen wir mit Maus und Tastatur. Ich wollte ihnen Angst machen, aber sie sind nur wütend. Ich habe ja keinen Sinn. Es heißt, Rebellionen fußen ausschließlich auf Hass. Das habe ich nie bezweifelt. Wie sollen wir dagegen kämpfen? Das Imperium wird sich anpassen, so wie nach dem ersten Todesstern. Falls nicht, so, wir müssen dem jetzt folgen da. Natürlich dürfen wir nirgendwo anäumeln. Weil dann geht das Ding nämlich kaputt. Kommandant, wir haben ein Problem. Was gibt's, Husk? Die Explosion des Todessterns hat die Corvus beschädigt. Triebwerke ausgefallen. Reparatur läuft. Der Admiral hat die Rendezvous-Koordinaten. Ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen. Ja, klar. Oder wurden zerstört. Oh. Crew ist Nachbrenner, Laser, Speerfeuer, Kühlkörper. Commander. Ich orte mehrere Schiffssignale außerhalb des Trümmerfelds. Auch welche vom Imperium? Nicht viele. Die sind geflohen oder wurden zerstört. Durch. Und der Sternzerstörer des Admirals? Die Schnitter befindet sich in der Nähe der Corvus. Anscheinend ist sie voll funktionsfähig. Wenigstens ist Hass nicht allein auf der Corvus. Vielleicht schaffen wir es doch noch lebend hier raus. So, jetzt haben wir es geschafft, hier einigermaßen durch die Trümmer zu kommen. Jetzt müssen wir hier noch Agent die Gegner. Agent Husk, wir nähern uns der Corvus. Gegner wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Bomber starten ihren Angriff. Erledigt.
Bomba starten ihren Angriff. So geht das. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Zerstört! Hask, Statusbericht! Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Scheiße. Boah, da musst du auch noch aufpassen, dass du nicht gegen so einen Drecksteil da fliegst, du. Nicht, dass du jetzt wieder immer alles wieder von vorne machst. Naja, Agent so ziemlich, Hask, wir nähern ne? uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden. Commander Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Direkter Treffer. Falsche Richtung. Die Bomber starten ihren Angriff. Der Abschuss geht an dich. Scheiße! Oh Mann! Agent Hask, wir nähern uns der Corvus. Wie ist der Status der Triebwerke? Ioneninjektoren bei 60%. Ich leite Schildenergie um, damit die Triebwerke zünden.
Commander Jäger im Anflug. Und Bomber, die Corvus beschützen. Sie hat keine Schilde. Ein Gegner weniger. Nicht schlecht. Die Bomber starten ihren Angriff. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Den Bombern gucken. Die Bomber zerlegen die Corvus. Hask, Statusbericht. Wir haben die Rendezvous-Koordinaten, aber die Triebwerke laufen noch nicht. Sie bekommen Zeit. Miko, wir schalten die Bomber aus. Heile bleiben irgendwie. Und nochmal einen Schub. Aber die sind weit weg. Wir können nicht gegen die Y-Flügler bestehen. Der ist erledigt. Ein Gegner weniger. Der Abschuss geht an dich. Die Triebwerke laufen jetzt, Commander. Perfektes Timing. Agent Miko zu Corvus, ich bin direkt hinter Ihnen. Commander Versio, befehlen Sie Ihrem Schiff den Rückzug und kommen Sie dann auf die Schnitter. Sir? Geheimbefehle, Commander. Ich weise Sie persönlich ein. Ja, Admiral. Inferno-Trupp. Der Admiral und ich stoßen später dazu. Verstanden, Commander. So. Meilensteinabschlussmission, die Schlacht von Endor ist erledigt. Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden. Was ist die Quelle Ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre. Eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand. Rebellion, Ungehorsam.
Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Hart, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Avengers im Raum von Fondor! Alle Einheiten sofort auf die Rettungsstation. Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. So, wir haben es gehört. Wir müssen jetzt schon wieder fliegen. Aber unsere Zeit ist gerade momentan zu Ende und ich muss mich für jetzt erstmal verabschieden und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal und versprochen, wir machen genau an der Stelle hier, wo wir jetzt sind, weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.